Hallo und herzlich willkommen im Train Simulator. Wir sehen hier vor uns die Reihe 1042 der österreichischen Bundesbahnen und hinten dran, ja, da hängt die rollende Landstraße, welche wir heute nach Zürl befördern werden. Wir stehen hier aktuell im Bahnhof von Innsbruck und ja, rüsten gleich erstmal die 1042 auf und fahren dann mit ihr aus dem Güterbahnhof aus. Neben uns rollt noch eine Taurus vorbei, Reihe 1016, wenn ich es richtig gesehen habe. Hinten dran auch einen schweren Güterzug. Und ja, alles in allem werden wir diese Lokomotive heute noch einige Male auf der Strecke sehen. So, wir heben erst einmal den Stromabnehmer. Der geht nach oben. Wir haben 15 Kilovolt zur Verfügung. Wählen den Fahrtrichtungswender nach vorn an. Und schalten natürlich noch den Hauptschalter ein. Die Instrumentenbeleuchtung schalten wir auch noch ein mit der Taste I und die Führerstandsbeleuchtung optional mit der Taste L auch noch. Wobei, die ist ein bisschen sehr hell, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Gut, die Bremsen sind noch angezogen. Das sollen sie auch erstmal bleiben. Die Lokbremse lösen wir komplett und genau, die Indusi respektive PZB, die könnten wir hier definitiv noch gebrauchen. Wir schalten hier noch um in den Modus 2. Das müsste dann ja quasi dem Äquivalent des heutigen PZB-Modus 70 entsprechen. Beziehungsweise, ich sehe gerade, wir haben hier 90-65 und 65-50. Das wird dann wahrscheinlich eher sogar untere Zugart sein. Wir können ja noch mal ganz kurz weiterschalten. Ja, es gibt hier nur Modus 1 und Modus 2. Gut, dann belassen wir es bei Modus 2. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die Lokbremse ist gelöst, Zugbremse wird schon ein Stückchen gelöst, aber so ungefähr auf 1 Bar sollte die trotzdem noch angelegt sein. Und genau, wenn dann das Signal auf freie Fahrt oder auf Langsamfahrt umspringt, dann geht's los. Ist in dem Fall schon geschehen. Wir gucken noch, ob die Handbremse gelöst ist. Ja, die war aber jetzt gelöst, okay. Und dann Leistung aufschalten und abfahren aus Innsbruck. So, mal ganz kurz noch den Zug zeigen. Hinten dran hängt natürlich ein Personenwagen, wo dann ja sicherlich die LKW-Fahrer drin sitzen während der Fahrt, weil ich denke auch während der Fahrt dürfen die gar nicht mehr in den Lastkraftwagen selbst drin sitzen. Zumindest ist das auf der Tauernbahn schon seit längerer Zeit der Fall. So. Wir gehen hier schon mal ein bisschen an die Leistungsgrenze der Lokomotive ran. Und schalten uns hier auch noch das Fernlicht ein. Genau, mit 40 geht es aus dem Güterbahnhof von Innsbruck raus. Nicht wundern, dieses Geklicke, das ist ganz normal. Hat nichts damit zu tun, dass das Fahrzeug irgendwie gleich auseinanderfallen könnte oder ähnliches. Das ist bei der Reihe 1042, ich sag mal, vorprogrammiert. Und hier im Simulator im wahrsten Sinne des Wortes. ...1042-028-7. Auch hier noch in der alten Lackierung mit dem ja, orangefarbenen Anstrich und dem ja, ÖBB-Flatsch-Logo. Und weiter geht's dann hier mit 40. Alles klar. Klingt auch wie so eine Klingel, wenn man hier den Wachsamkeitstaster betätigt. Und dann müsste es hier gleich in den, ich glaube, Innsbrucker Westbahnhof reingehen. So, wir schalten hier mal noch ein bisschen Leistung hoch. So, Fahrstufe 14. Ja, und da arbeitet sich die 1042 kräftig voran. So, mit 60 geht es dann hier weiter, ab dort vorne. Aber die Signalstellung sagt uns erst einmal noch Halt erwarten. Deswegen können wir die Leistung runternehmen, bestätigen das Ganze nochmal und lassen den Zug erstmal ausrollen. Mit 70 soll es dann weitergehen, okay. Da bin ich mal gespannt, ob wir die überhaupt gleich noch ausfahren können.
Weil wenn es so weitergeht und wir hier ständig Halt vor die Nase gesetzt bekommen, dann wird das wohl ein bisschen schwierig werden. Ja, gerade jetzt hier der Westbahnhof. Da haben wir viel Gelegenheiten zum Anhalten. Und ja, ich glaube, die werden uns auf eines der Abstellgleise schicken. Mal gucken. Da vorne habe ich schon was Grünes leuchten sehen, aber wahrscheinlich nicht für uns. Wir bekommen sicherlich das haltzeigende Signal vor die Nase gesetzt. Ja, der Signalnachahmer steht auch schon auf Halt erwarten. Und das Hauptsignal müsste auch schon in Sicht sein. Das sollte das hier sein, was sich so ein bisschen hinter den Güterwagen versteckt. Wir fahren relativ langsam drauf zu. Ziehen hier die Bremse schon etwas an. Und bringen dann den Zug noch zum Stehen. Ah, ich denke mal, deswegen haben die den Signalnachahmer auch aufgestellt, weil man eben aus manchen Positionen das Hauptsignal dort vorne relativ schwierig erkennen kann. Gerade in der Nacht, da ist es bestimmt nochmal einen ganzen Ticken unangenehmer. So, 10 km pro Stunde haben wir auf dem Tacho drauf. Ach genau. Der Güterzug neben uns darf ausfahren und wir müssen anhalten. Na gut. Da hat der Kollege mal wieder einen Glücksgriff gelandet mit seiner Schicht. Und dann einmal bitte zum Stehen kommen. Genau. So, und das war's dann für heute, ne? Nein, natürlich nicht. Unsere Fahrt führt uns noch bis nach Zill. Das müsste jetzt hier, wie gesagt, Innsbruck Westbahnhof sein. Hatte ich schon mal kurz erwähnt. Und hier vorne müssten wir auch gleich das wunderschöne Bahnhofsgebäude sehen. Genau, Innsbruck Westbahnhof. Wir haben hier so einen etwas kleineren Personenbahnsteig. 3 Gleise dürften es sein insgesamt. Wobei, nee, 4. Und das Bahnhofsgebäude von vorne, relativ historisch, würde ich sogar sagen. Schöner Baustil. Innsbruck Westbahnhof. Wunderbar. Und im Hintergrund sehen wir auch noch die Skisprungschanze. Richtig genial gemacht. Das gefällt mir halt wirklich auch an der Strecke hier von RSSLO. Wir haben den, eigentlich kompletten Lauf der Arlbergbahn hier abgebildet. Und bei der Strecke im Dreiländereck ist es ja nur so, dass die Strecke bis St. Anton am Arlberg führt. Aber dafür halt trotzdem noch bis Lindau geht. So, wir dürfen wieder ausfahren, genau. Bremsen lösen. Und dann heißt es Abfahrt. Leistung aufschalten und los geht's. Sehr schön auch zu hören, das Schaltwerk hier wahrscheinlich. Oh, ich sehe gerade, wir sind sehr nah an der Leistungsgrenze. Ja, die 1042 hat auch ziemlich zu ziehen. Wir müssten da hinten bestimmt 10 Wagen drin haben. Rein von den LKW-Aufliegern. Nee, 16 Stück sind sogar, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und hinten dran der Ökombi-Wagen, The Roller Experts. Die werden eigentlich bei den rollenden Landstraßen fast immer mitgeführt. Egal jetzt, ob in der Lackierung oder ein anderer Eurofima-Wagen. Aber das sind so die, ich sag mal, Hauptunterbringungsmethoden, wie man dann die LKW-Fahrer während der Fahrt unterbringt. Scheinbar hat auch die Lokomotive so ein automatisches Oberstromlimit, was hier gesetzt wird. Ach, okay. Die schaltet scheinbar automatisch nicht mehr Leistung auf. Na gut.
So, 110, wenn wir dann wieder auf der freien Strecke draußen sind. Und wenn das hier auch im Fahrplan mit drin steht und auch an den Wagen draußen dran, dann können wir die 100 ohne Probleme fahren. Aber ich glaube auch wieder an den Wagen ist keine genaue Bezeichnung dran, wie schnell sie fahren dürfen. Das müsste man dann halt aus der Wagenbezeichnung ableiten. So, das schaut hier nach einer Autobahnbrücke aus, der Breite nach zu urteilen. Weil hier müsste auch die, ich glaube, Arlberg-Autobahn heißt sie sogar, entlang führen und den Innsbrucker Flughafen. Den müssten wir auch hier drüben in Fahrtrichtung rechts gleich nochmal mitsehen. Ja, der dürfte sich hier versteckt haben. Ich bin mal sehr gespannt, was das heute in den Steigungsabschnitten werden wird. Weil bis nach Zirl haben wir 11 Kilometer noch vor uns. Und auch da wird der ein oder andere Berg kommen. Das würde 10,42 wahrscheinlich so gar nicht schmecken. Gerade wenn ich jetzt schon sehe, dass wir da relativ wenig Leistung zur Verfügung haben. Also vergleichsweise. So, ich würde mal sagen, neueren Baureihen. Wir haben jetzt hier insgesamt, sagen wir mal so 53 Ampere, die wir aus der Oberleitung rausziehen. Und gar nicht gut. Da wüsste ich jetzt nicht, ob man... Ah doch, das hätten wir geschafft eigentlich. Da hätte ich nicht den Hauptschalter so früh rausnehmen müssen. Aber okay. Sicher ist sicher. Und dann wieder einschalten. In Deutsch wären das, also in Deutschland wären das die Signale EL1V, also die Ankündigung EL1 und EL2. So, nachdem der Hauptschalter wieder drin ist und das Schaltwerk bei 0 angekommen ist, können wir wieder hochschalten und Fahrt aufnehmen. Haben wir einigermaßen die 80 schon mal erreicht. Ah, zum Glück. Die Langsamfahrt gilt nicht uns. Die gilt für das Gleis hier nebenan. Ich denke, auch mit dem Fahrplan werden wir halt so ein bisschen in einen Konflikt reinkommen. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Roller Masters Machine. Das sind auch wunderbare LKW-Lackierungen, die hier mitgeliefert werden. Türk Posta, also wahrscheinlich türkische Post. Maschinenwerkzeug Deutschland. Flupsing, okay. Das sind wahrscheinlich also irgendwelche ausgedachten Firmen und Lackierungen, die man sich hier ausgesucht hat. Aber es ist überhaupt schon mal schön zu sehen, dass hier halt bei der rollenden Landstraße eben LKWs auch mitgeliefert werden in unterschiedlichen Lackierungen und Farbkleidern. So, jetzt haben wir einmal alle angeschaut und hinten dran den Personentransportwagen hatten wir ja schon öfters vor der Linse. Wir drehen runter auf 0, lassen das Schaltwerk auslaufen, weil wir müssten jetzt auch mit dem Rollerwagen ein bisschen zu schnell sein. Ich denke mal, die dürfen nur so um die 100 fahren. Da können schon wieder 110 ein bisschen zu viel sein. So, grünes Licht und mit 140 geht's weiter. So, da oben, wo wir jetzt hier diese Steine in einer Reihe sehen, da müsste sich die Mittenwaldbahn befinden. In Richtung Mittenwald, wie es der Name schon sagt, und Garmisch-Partenkirchen. Des Weiteren lässt sich dann dort abzweigen in Richtung Garmisch-Partenkirchen, oder nee, von Garmisch-Partenkirchen aus in Richtung München. Und dann geht es auch in einer anderen Richtung nach Reutte in Tirol, also wieder nach Österreich rein. Und natürlich, in Garmisch-Partenkirchen bestehen Anschlussmöglichkeiten zur Zugspitzbahn. Ganz wichtig. Wunderbar.
Die Lokomotive rollt ohne Strom. Also wie es scheint, haben wir bis Zürl noch ziemliches Glück. Denn den eigentlichen Steigerungsabschnitt würde ich jetzt erstmal so hier hinten in, ja, geschätzt 15 bis 20 Kilometern Entfernung vermuten. Das scheint hier einigermaßen so, ja, durchs Flachland zu gehen. Da kann die 1042 erstmal noch ihre Stärken ausspielen. Achso, Zürl kommt schon in 5 Kilometern. Das ging jetzt aber recht schnell, muss ich sagen. Viel schneller als gedacht. 130. Kematen in Tirol. Okay. Wunderbar, ey. Das finde ich immer an den Alpen so schön. Allein diese großen Felsformationen, wenn man die sehen kann. Gerade wenn das so offengelegt ist und halt nicht durch Bäume oder ich sag mal, grüne Wiesen und so weiter verdeckt ist, sondern wenn man halt wirklich dieses Gestein einfach so sehen kann. Ist ja auch ein sehr, sehr, sehr beliebter Ort zum Klettern. Für all die Abenteuerfreunde unter uns. Drüben wird was abgekippt, wahrscheinlich gebaut. Und dort vorne haben wir schon Langsamfahrt. Wir fahren natürlich vorausschauend, bremsen deswegen schon mal etwas langsamer rein. Ja, oder bremsen überhaupt nicht. Jetzt. Ich wollte schon sagen, was macht uns das Führerbremsventil an der Stelle? Hat es einen Geist aufgegeben oder wie? Das wäre jetzt hier ziemlich problematisch. So, Weiterfahrt mit 60 wird angekündigt. Alles klar. Bremse können wir wieder lösen. Wir sind wachsam. Ja, ganz ausrollen geht nicht. Dafür rollt der Zug zu gut. So, 140 sind hier theoretisch zugelassen. Aber nicht für uns. Nicht für uns. Über das Doppelte der Geschwindigkeit, welche wir aktuell fahren. Ja, die 1042er, vielleicht nochmal ganz kurz was zur Lokomotive, werden auch im österreichischen Streckennetz immer und immer weniger anzutreffen sein. Es ist definitiv eine Lokomotivfamilie, die, na, ich will nicht sagen, dem Untergang geweiht ist, aber schon irgendwo der Ausmusterung immer und immer näher kommt. Vereinzelt kann man sie mal noch antreffen, gerade im Schiebedienst werden und wurden sie lange Zeit noch eingesetzt. Aber ansonsten, ja, lichten sich dann wirklich so die Reihen bei der 1042. Aus meiner Sicht, sowohl hier im Simulator als auch in Realität, eine echt schöne Maschine. Was mir besonders an der Simulator-Version hier gefällt, dass wir halt den, ja, orangenen Lackierungszustand hier nachgebildet bekommen haben. Alles in allem hat, ich glaube, auch die 1042 ein umfassendes Modernisierungsprogramm bekommen, wie man das auch von den, ja, Alpenstaubsaugern her kennt. Also auch bei dieser Fahrzeugfamilie müsste sich einiges geändert haben. Und ja, Fahrzeug und Wagen gibt es bei RSSLO, also einmal die 1042 selbst, dann den, ja, Roderzug, kann ich auch, wenn ich dran denke, nochmal unten mit verlinken. Und die Strecke Arlbergbahn, ebenfalls von RSSLO, werden wir ja auch in weiteren Videos definitiv noch zu sehen bekommen. Und ja, genau, damit schließen wir hier erst einmal die Fahrt so ein bisschen ab. Kommen hier in Zürl auf Abstellgleis Nummer 2 an. Und mir fällt gerade auf, wir müssen definitiv nochmal mit der 1042 fahren, weil das war jetzt ein echt sehr, sehr, sehr kurzer Weg. Dafür, dass das Szenario für, ich glaube, 45 Minuten angeplant war, oder 30 Minuten sogar, ging das dann doch relativ ratzfatz. Da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr gewünscht, aber hey, es ist nicht die letzte Fahrt hier im Train-Simulator und erst recht nicht die letzte Fahrt hier auf der 1042. So, da steht wahrscheinlich eine Zugüberholung an, wenn ich schon das grüne Signal
auf dem Fahrtrichtungsgleis hier drüben sehe. Wobei, nee, das ist ja das Gegengleis. Also wird dort wahrscheinlich ein anderer Zug uns entgegenkommen. Alles in allem bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, kennst du ja wie immer. Und ja, gerne natürlich den Kanal abonnieren, insofern du noch kein Abonnent bist. Das Ganze ist natürlich auch kostenlos, sage ich an der Stelle nochmal dazu. Und ja, in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, dein ThinkNewFlyNew und allseits gute Fahrt.